Ich möchte euch heute zu Beginn eine Studie ganz kurz zeigen, die wir danach gemacht haben, nach dieser Riesenstudie, die ich euch gestern ein bisschen angedeutet habe, wo wir mehr geschaut haben, was bringt Erfolg von unseren Aktivitäten, die wir so in Deutschland vor allem, womit wir uns beschäftigen, wo wir Geld investieren, wo wir auch arbeiten oder einfach die Gemeindeglieder. Ihr habt ja gesehen, die meisten Menschen kommen durch Freunde und Gemeinde in die Gemeinde. Jetzt möchte ich euch zeigen eine Studie, die uns zeigt, wie jetzt Evangelisten oder Prediger erfolgreich arbeiten, weil das sind Grundprinzipien, die wir alle lernen sollten. Die Bibel hat das ja längst schon geschrieben, aber, und auch Schwester White hat das uns geschrieben, aber jetzt sehen wir tatsächlich anhand der Studie, was rauskommt, ob das wirklich so ist. Sie heißt Best Practice, das heißt, ja, beste Praxis, Menschen, die die beste Praxis haben. Sagen wir mal so, wenn ich Fischer werden möchte, werde ich sicherlich nicht zu einem Fischer gehen, der noch nie einen Fisch gefangen hat, um von ihm zu lernen, Fischer zu werden. Das ist ziemlich evident, ja. Das würde man nicht machen, weil das ein Unsinn ist. Und so denke ich, so ähnlich ist es auch mit Evangelisation. Was für einen Sinn macht es, von jemandem zu lernen, Evangelisation, der nie jemand zu Christus gebracht hat, oder? Macht keinen Sinn. In der Wirtschaft lernt man auch, in manchen Betrieben lernt man von denen, die gute Arbeit gemacht hat. Das ist Human oder Humankapital, sagt man. Ja, das ist ja ganz wichtig. Von denen können wir viel lernen, die was erreicht haben. Warum nicht so in der Evangelisation? Und so haben wir die Idee damals gehabt, lass uns doch mal von den Erfolgreichsten in Deutschland lernen, die es gut können. Prediger oder Evangelisten müssen keine Prediger sein, die es gut können. So, und wie kriegt man das raus? Da könnte man jetzt schon streiten, ist das Bogenhofen oder Friedensau oder wo sind denn jetzt die richtig Guten, ja? Die wirklich wissen, wie man Menschen zu Christus führt oder wo ganz anders? Ja, wie kann man das machen? Wie kann man das rauskriegen? Ja, ganz einfach. Wir haben ja diese große Studie gemacht von den Getauften. Wie wäre es, wenn wir sie fragen? Da haben wir ja 440 Getaufte gehabt. Und tatsächlich haben wir eine Frage eingebaut, die genau das befragt hat. Aber ich leite erstmal kurz ein. Seht ihr, sogar in der Welt, sagt man, die guten Lehrer gibt es doch, kam ein Artikel in Geo. Da haben einige Lehrer in Schweden gesagt, gebt uns die schlechteste Schule, die schlechteste Schulklasse, gebt sie in unser Team und wir werden ein Jahr Lehrer sein und ihr werdet sehen, was passiert. Es wird eine der besten Schulen, besten Klassen in Schweden sein. Und so ist es passiert. Sie haben so eine sehr schlechte Klasse gekriegt und sie haben ganz anders als die üblichen Lehrer gearbeitet. Sehr persönlich auch. Morgens stand der Lehrer an der Tür, hat begrüßt, hallo Hannes, wie geht's? Wie geht's deinem Papa, der war krank? Persönlich. Ja, ganz anderen Stil, also das könnt ihr nachlesen im Geo, das kann man ja kaufen. Und die wurde die drittbeste Klasse in Schweden und das wurde dokumentiert in einem Jahr. Ja, Lehrer. Ja, wir haben in der Gemeinde auch Lehrergaben, sagt Gott, Evangelisten, verschiedene Lehrer. Das ist... Mal sehen, ob ich das vergrößern kann, dass ich das lese, wann das war, wie ich so weit vergrößern kann. Februar 2011. Die Geo, wenn ihr die bestellen wollt, dann könnt ihr das alles lesen. Aber mir geht es ja jetzt nicht so um die Lehrer, das ist nicht unser Thema heute, sondern tatsächlich sollten wir nicht lernen von denen, die es am besten können. Ja? Hier ist natürlich das Kriterium, wer gewinnt denn viele Menschen? Jetzt ist aber das Problem, wenn wir die Taufen sehen, der Prediger zum Beispiel, die Statistiken kann man bekommen. Ja, ich habe es damals zum Beispiel von Baden-Württemberg, eine ganz saubere Statistik bekommen. Und da seht ihr, das ist ein sehr großer Unterschied. Und hier wurden nur 55 Prediger genommen, die schon mindestens, ich glaube, 4 Jahre im Dienst waren. Also das wäre jetzt unfair, die ganz Jungen zu nehmen, die sich erst einarbeiten müssen. Und so hat mir Baden-Württemberg das gegeben. Ihr seht, manche haben 0,4 pro Jahr, wenn man ihre viele Jahre untersucht. Das konnten wir statistisch sehen.
und manche haben 9 oder nach einer Statistik über 10, ja, pro Jahr. Reicht das aus, um wirklich zu wissen, ob jemand ein guter Evangelist ist? Reicht nicht aus. Warum? Es kommt auf die Gemeinde. Vielleicht hat er eine sehr aktive Gemeinde. Das reicht nicht aus. Das wäre nicht gut gearbeitet. Aber schauen wir uns erstmal an. Seht ihr, was für Unterschiede es gibt bei Predigern, jetzt bei den Taufen in Baden-Württemberg? Wir haben tatsächlich sehr viele Gruppen. Gruppe 1, so bis eine Person pro Jahr, bis 1 und 2, bis 3, bis 4, 5 bis 9. Die haben mich interessiert. Ja, die. Weil der Durchschnitt ist so 2,2, 2,5 pro Jahr damals gewesen. Ja, ich glaube nicht, dass er jetzt größer ist. Ich habe jetzt nicht 10 Jahre später eine Studie gemacht. Aber so ist ein Durchschnitt beim Prediger, wie viel er tauft. Durchschnitt. Nicht alle Gemeinden, alle Bezirke sind gleich. Aber natürlich war interessant diese Gruppe, die sehr viel taufen. Ja? Aber wie gesagt, es kann ja die Gemeinde gut sein. Vielleicht haben wir da ein paar Fleißige und Begabte. Ja? Also war das nicht genug. Und jetzt haben wir diese Studie gehabt, Konversion, die ich euch gestern kurz vorgestellt habe, mit den 440 Getauften, und wir haben sie gefragt. Ja, und da war die Frage 21, hat ein Prediger oder Evangelist bei deiner Bekehrung eine wichtige Rolle gespielt? Und das ist jetzt eine qualitative Frage. Das ist jetzt eine persönliche Frage. War ein Prediger, Evangelist wichtig bei deiner Bekehrung? Hat dir jemand geholfen? Ja, und jetzt haben wir Namen gekriegt. Jetzt haben wir viele Namen gekriegt. Nicht nur von Prediger, auch irgendwelchen anderen Leuten, die evangelistisch gearbeitet haben. Und das war jetzt interessant. Und jetzt seht ihr, ich darf euch nicht den Namen hier zeigen. So weit durfte ich nicht gehen. Ich durfte es aber den Vorstehern zeigen, in ihre Vereinigung. Weil das war interessant, zu sehen die Namen. Und hier seht ihr auch wieder verschiedene Kategorien. Ja, es gab auch Nichtnennungen, meistens waren natürlich ordinierte Pastoren im Süddeutschen Verband, aber das ist jetzt eine Qualität, das heißt, du findest, jemand hat dir geholfen. Und jetzt haben wir beides uns angeschaut. Hier haben wir jetzt auch so 5 Gruppen gemacht, natürlich die niemand nennt, interessieren mich nicht. Ja, das ist wahrscheinlich kein Fischer, noch nicht, vielleicht wird er mal. Vielleicht hat er auch nicht die Gabe, vielleicht ist er ein guter Seelsorger oder Organisator oder dass er gut, keine Ahnung, was anderes kann. Ja? Aber irgendwas müsste er kennen, entweder evangelistisch Bibelstunden geben oder Seelsorge, irgendwas soll ein Prediger schon können, ne, aus diesen Bereichen. Natürlich haben uns wieder diese Leute interessiert, die mindestens 5 oder mehr Nennungen haben. Ja, und das war interessant, diese Namen. Und jetzt haben wir so gesagt, und ihr seht hier von diesen Predigern, die untersucht wurden, war 28 waren nicht einmal genannt in den ganzen Jahresabschnitten 2008, 2009. Also jetzt für die Jahre auch, die wir untersucht haben, was ich euch gestern gezeigt habe, diese 6 Jahre, wir haben ja die Menschen gefragt und sie haben manche gar nicht genannt. Das heißt, manche Prediger haben nie gelernt, wie man fischt. Ja, das gibt's, und zwar das keine kleine Zahl. Das ist ein bisschen tragisch. So, jetzt haben wir natürlich die genommen, die 5 oder mehr Nennungen haben, aber auch die Taufen. Das heißt, die Nennungen und die Taufen, beide Kriterien waren wichtig. Und da haben wir dann 10 Leute bekommen. Und diese Pastoren haben wir, 12, und diese 12 Pastoren und Evangelisten haben wir sehr, sehr genau untersucht. Ja. Und ihr seht, jetzt war nochmal natürlich die interessanteste war die Gruppe 5. Also auch da gab es nochmal Unterschiede. Manche, die haben sehr viel stärker noch Erfolg gehabt, evangelistisch, als die anderen von dieser 5er-Gruppe. Also die sowohl taufen hat, doppelt so viel wie der Durchschnitt, inklusive ihr Durchschnitt auch eingerechnet, und qualitative Nennungen. Und natürlich Gruppe 2 und 3, seht ihr, die haben mindestens Taufzahl 4, 5. Oder jetzt seht ihr, was sie noch haben, Nennungen 5. Zusatzkomponenten dann auch.
Das heißt, Zusatzkomponenten, manche haben Artikel geschrieben, Bücher geschrieben für weiteren Bereich, nicht nur im Bezirk. Also die machen noch zu ihrem Bezirk noch andere Aufgaben. Manche von den ganz oben waren in der Zeit sogar stark gesundheitlich beeinträchtigt oder ihr ganzes Leben schon, sind nicht gesund. Das gab es auch. Haben mehrere bezirksübergeordnete Aufgaben, müssen noch vielleicht Konvent oder andere helfen, anderen Kollegen und so weiter. Das heißt, die haben nicht Däumchen gedreht und haben nicht viel zu tun gehabt und konnten viel taufen. Die haben, gerade die, die haben sogar noch mehr als die anderen zu tun gehabt. Das ist auch interessant. Ja. Dann haben wir einen Fragebogen mit 43 geschlossenen und halbstrukturierten und offenen Fragen. Also offene Fragen, dass er irgendwas sagen kann, und strukturierte, wo wir halt schon was vorgeben, um Kreuzchen zu machen. Also dann haben wir sie in vielem befragt. Dann haben wir sogar mit fast allen einen Persönlichkeitsstrukturtest gemacht, wollten sehen, ob das eine spezielle Persönlichkeitsstruktur ist. Also mehr was Natürliches. Dann haben wir besonders Gruppe 1 und 2, ich habe sie sogar besucht, so in ihrer Arbeit. Ich wollte sie sehen, wie sie genau arbeiten. Was kann man da sehen? Interviews haben wir mit ihnen gemacht. Dann haben wir noch andere Forschungen einbezogen und eine Kontrollgruppe, jüngere Prediger, die überhaupt nicht erfolgreich sind. Wir wollten sehen, was ist anders bei denen und bei denen. Ja, und das ist gut, dass ihr das wisst. Ja, die Hypothese war, also die Annahme, die ich hatte, war, bei den evangelistisch erfolgreichsten Pastoren gibt es geistliche, persönlichkeitsbedingte und kompetenzbedingte Faktoren des Erfolges, von denen man die meisten durchaus lernen und fördern konnte. Meine Meinung war schon immer, dass das meiste könnte man lernen. Ja, dass das eine Sache ist, die man schon hier in der Bildungsinstitution lernen konnte. Und jetzt schaut mal die Resultate an. Was jetzt rauskam, und da möchte ich euch einige Punkte zeigen, weil das für uns alle wichtig ist. Die Best Practice, Pastoren sind konsequent Bibel- und evangeliumsorientiert und nicht dogmatisch noch am schriftlichen Konzept hängen. Die folgen nicht irgendeiner Vorgabe oder jetzt den 28 Glaubenspunkten oder so. Die machen, die glauben ja dran, aber sie arbeiten nicht so nur mit irgendwelchen Zetteln oder, sondern sie sind bibelorientiert. Die arbeiten vor allem mit der Bibel und alles dreht sich um Verkündigung. Ja, das ist sehr eindeutig bei Ihnen. Das ist ein wichtiges Thema für Sie, Verkündigung des Evangeliums. Zweitens, die ganze Gemeinde- oder Bezirksarbeit wird von der evangelistischen Standpunkt aus strukturiert, inklusive Jahres- und Mehrjahresplanungen. Auch im Bezirk haben diese Prediger die Gemeinde gewonnen oder haben auch solche Gemeinden gehabt, die bereit waren, zu planen, aber das war wirklich auch geplant. Wir wollen verkündigen, wir wollen was auch immer, Nachbarn oder Evangelisation, aber es geht um Evangelisation. Das ist ein Thema im Ausschuss, nicht nur, was für Gebäude wir bauen oder irgendwas Technisches, ja, sondern tatsächlich Evangelisation ist ein Thema im Ausschuss. Drittens, Sie haben fast ausnahmslos schon vor dem Theologiestudium einen praktischen Beruf oder Studium beziehungsweise praktische Berufserfahrungen in anderen Bereichen gemacht, zum Teil sehr erfolgreich. Tja, wenn das so ist, dann müssten wir ja unsere Ausbildungen durchdenken. Aber ich erinnere mich so ein bisschen an Schwester White, hat sie nicht sowas gesagt? Das ist interessant. Da widerspreche ich auch ein bisschen dem Christian Schwarz, der untersucht hat und gesagt hat, oder wir ergänzen das, der hat gesagt, ein Qualitätsmerkmal, das ist ein evangelischer Forscher im Gemeindewachstumsbereich, hat gesagt, dass zwei interessante Themen zum Leiterschaft, das Theologiestudium hat eine stark negative Beziehung, sowohl zum Wachstum auch zur Qualität einer Gemeinde. Der hat herausgefunden im evangelischen Bereich, je mehr sie Theologie studiert haben, desto weniger evangelistisch. Gut, evangelische Theologie ist nochmal was anderes, aber zu verkopft, zu theologisch. Ja, das ist evangelische Theologie, muss man auch sagen, da verliert man den Glauben, also wenn man das studiert. Das ist so. Also den Glauben an Wunder, auf Verstehung, da wirst du ausgelacht, wenn du sowas deinem Professor für Neues oder Altes Testament behauptest. Ich habe das auch in Mainz erlebt, ich habe da auch Gasthörer gemacht. Also ist Katastrophe. An jeder Universität in Deutschland wirst du ausgelacht. So hat mir Professor Herbst bestätigt von Greifswald. Das wäre die einzige neben Friedensau, wo man nicht ausgelacht wird, wenn man glaubt.
So hat mir selbst der Dekan von Greifswald, ich habe ihn gefragt, wie er das sieht, so hat er es mir bestätigt. Dort noch, aber sonst bist du ein Fundamentalist und wirst ausgelacht, wenn du glaubst. Ja, unsere Studie zeigt was anderes. Die Best Practice, diese erfolgreichsten unserer Evangelisten, je höher und breiter angelegtes Studium ist, aber nicht Theologiestudium, sondern vor allem sozialwissenschaftliches Studium, desto erfolgreicher sind sie. Oder ein anderes Studium, vielleicht Marketing oder Geschichte oder irgendwas anderes. Die haben fast alle, ich zeige euch die Statistik. Schaut mal, von denen ganz oben, die haben mehrere Studiengänge gehabt oder sogar Doktor oder Professor, aber nicht in Theologie, interessanterweise. Oder haben ein zweites Studium, also mehrere oder mindestens zwei Studien, und jetzt seht ihr, oder Berufsausbildung, oder zumindest, also in irgendeiner Art Berufsausbildung, haben sie alle, oder Studium schon. Kein Studium, waren nur zwei, oder keine zusätzliche Berufsausbildung, aber mehr in der unteren Gruppe von den erfolgreichsten. Nee, das war Christian Schwarz 1996. Unsere ist jetzt, vor 10 Jahren passiert. Ja, so in 9 oder 10 Jahren, ich glaube 2011 oder. Genau. Das ist nicht so alt, das ist relativ, also nicht ganz neu, aber zum 90% sind noch die gleichen Leute am Leben und wirken. So viel hat sich noch nicht geändert. Aber das war interessant zu sehen. Schwester Weid hat nie gegen Studium gesprochen oder für Beruf, müsste man sagen, ja. Aber nicht Theologiestudium. Man kann es auch so sehen, Sozialstudium oder Ausbildung in die soziale Richtung, schaut mal, alle, fast alle. Forschungsarbeit, abgeschlossenes Studium im sozialen Bereich, Ausbildung, BTS sagt vielleicht biblisch-therapeutische Seelsorge, das ist so eine Zusatzausbildung, oder Universitätsseminar oder Fortbildung im Bereich der sozialen Bereiche. Das ist interessant. Wir haben gestern was gelesen bei Schwester Weid. Die Bibel ist von höchster Wichtigkeit und gleichzeitig soll der Mensch lernen, wie man das Gemütsleben und die Verhaltensweisen versteht, um den bestmöglichen Weg zu suchen. Merkt ihr, das hat was damit zu tun. Wenn nicht gerade ein Studium oder eine Ausbildung in die Richtung, dann Beruf, wo man arbeitet mit anderen Menschen. Ja? Ich habe es dann erlebt in der Kontrollgruppe, ich habe sie gefragt und manche der Pastoren, die nicht erfolgreich sind, von den Jüngeren waren das, sie haben gesagt, weißt du, Bojan, eigentlich haben wir Angst vor Menschen. Ja, wir haben vielleicht irgendwo unsere Gymnasien gemacht, Marienhöhe, irgendwo der Homeschooling, dann Marienhöhe oder Bogenhofen oder was weiß ich, irgendeine Ausbildung. Und wir haben nie mit der Welt gewusst, wie man umgeht. Ich bin unsicher mit weltlichen Menschen. Ja, das ist interessant. Das passiert euch vielleicht nicht, aber ein Teil der Prediger hat ein Problem, weil er nur im kirchlichen Rahmen ausgebildet ist. Sie haben keine Lebenserfahrung im Bereich der Welt, sage ich mal so. So, und jetzt schaut mal der Schock. Die aus unseren Ausbildungsanstalten, und hier gehört Bogenhofen dazu, Darmstadt, Friedensau, Newbold, Endrus und was es noch gibt, gewonnene evangelistische Kompetenz, Wissen und Erfahrung oder spätere verpflichtende Predigerausbildungen wurden von keinem der 12 Best-Practice-Pastoren ursächlich für ihre außerordentliche evangelistische Kompetenz erwähnt. Und das war der Schock. Ich habe es hier auch bei meiner Probevorlesung, habe ich das den Lehrern gezeigt. Das war mein Test, ob ich das überhaupt kritisch sagen darf. Aber sie haben es dankbar angenommen. Auch Bogenhofen nicht. Niemand hat genannt. Und jetzt fragt man sich natürlich, wir geben so viel Geld aus, auch die Studenten und so weiter, für unsere Institution. Und kein Prediger sagt, das hat mir geholfen. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind 4 oder mehr Jahre in unseren adventistischen Ausbildungsstätten und sie sind nicht die Verantwortungsträger, dass jemand erfolgreich wird, dann stimmt was nicht. Merkt ihr, schon wieder bin ich kritisch. Da kriegt man Ärger vielleicht, aber das ist die Wahrheit. Niemand hat irgendeine Hochschule genannt. Wisst ihr, wo sie gelernt haben? Irgendwo in ihrem Beruf
oder bei irgendeinem Psychologen adventistischen an einer Uni oder bei einem Evangelisten. Bei Mark Finley hat jemand ein bisschen gelernt und versteht ihr, sowas haben sie genannt, aber nicht unsere Institution und das darf nicht wahr sein. Ja, ich habe gesagt, das geht so nicht. Also mein Ziel, auch mein Streben und mein Ziel war, ich würde nicht hier kommen, weil ich jetzt hier gut Geld verdiene oder so, sondern die Sache war nur, ich habe nur dieses Ziel, die Studenten das beizubringen, soweit es geht, ja, nichts anderes. Weil das kann nicht angehen. Ich habe es auch nicht gelernt beim Studium und war in zwei adventistischen vor der Arbeit und nachher noch andere Studiengänge, aber ich habe es nicht gelernt, wie man evangelistisch arbeitet. Nein, das sind jetzt die, die so gut evangelistisch arbeiten. Ja. Ja. Sie sind sehr gefragt, ganz ausführlich. Wo haben Sie das gelernt? Schriftlich, jeder von Ihnen wurde gefragt. Wo hast du es gelernt? Nee. Kommen noch ein paar Punkte, da wird das klar werden. Aber du siehst schon, nur zu taufen reicht nicht. Wir haben die jetzt in der Gemeinde sind, diese Geschwister, die haben die genannt und gesagt, der ist schuld, dass ich hier bin oder der hat mir mitgeholfen. Das ist nicht nur taufen, die sind in der Gemeinde. Das sind nicht die, die gegangen sind, sondern die, die geblieben sind. Die haben deswegen diese zwei Qualitätsmerkmale. Weitere wichtige, die evangelistischen Best-Practice-Pastoren haben keine Scheu, existenziell mit Menschen zu arbeiten, viel schneller zu Entscheidungen zu Taufen zu führen. In unserem Durchschnitt, unserer Studie, was ich euch gestern gezeigt habe, war der Durchschnitt zwischen Erstkontakt und Taufe 4,5 Jahre. Liebe Geschwister, das hat mit dem Neuen Testament nichts mehr zu tun. Die Kontrollgruppe, diese jungen Prediger, die nicht erfolgreich waren, waren zwischen 1,5 bis 2 Jahre. Die Best Practice, 1 Jahr im Schnitt. Rückfallquote zwischen 0,7 bis 30%. Das ist ganz normale Rückfallquote, also dass manche wieder gehen. Das war sogar bei Jesus und bei Paulus, seht ihr, dass manche nicht alle da geblieben sind, die getauft wurden. Ja? Und manche waren falsch. Simon der Zauberer und so haben wir ja in der Bibel Ausführungen. Ja? Nicht alle bleiben. Ja? Aber das ist nicht so, ja, 70% gehen dann wieder. Nein. Nicht so wie jetzt in manchen Evangelisationen, in Zentralafrika, wenn Bonke gepredigt hat oder keine Ahnung. Ja. Nicht so. Das ist ganz, ganz normal. So 25% ist so Rückfallquote bei den Predigern, dass die wieder gehen, Geschwister. Ja. Oder wahrscheinlich schon mehr inzwischen. Aber das ist es nicht. Und denk dran, also wenn wir sagen, wir sind sehr bibeltreu, und da quäle ich meine Studenten auch und sage, lest mal in der Bibel, wie es war. Wie hat man mit Taufe gearbeitet? Wie wurden Menschen getauft? Das ging sehr schnell. Das heißt nicht, schnell heißt nicht gründlich. Ja? Aber die Milch musste man verstehen. Die Basis musste klar sein. Genau. Aber nicht, versteht ihr, wenn wir etwas lange auf die lange Bank schieben. Ich habe so viele in den Gemeinden getauft, die 20 Jahre in der Gemeinde gingen und nicht getauft waren. Überall, in Marienhöhe. Zum Schluss, fast am letzten Tag noch. Habe ich einen gehört, der ist noch nicht getauft, also kurz bevor ich gegangen bin. Wie kann das sein? Du bist in der Gemeinde, ich dachte, du bist getauft. Ja, niemand hat mich angesprochen, hat geweint. Ja, das gibt's doch nicht. Wir können doch nicht sagen, ja, du bist hier und alles ist in Ordnung. Wenn jemand nicht den Bund mit Christus macht, der ist verloren. Markus 16. Außer er weiß es nicht, das ist was anderes. Oder er kann nicht mehr, weil er am Kreuz hängt. Aber wenn ich es weiß und nicht tue, ich habe keinen Bund gemacht, Punkt. Das ist ja was Lebenswichtiges. Ja, und das müssen wir verstehen. Deswegen existenziell. Versteht ihr, wenn mir jemand eine Versicherung geben würde oder etwas, zum Beispiel ein Gewinn oder ein Geschenk für 1 Million. Ich kriege ja manchmal solche E-Mails, aber die sind ja alle gelogen. Ja? Und ich muss nur unterschreiben. Nur prüfen, unterschreiben. Ja, ich werde doch nicht 5 Jahre warten, bis ich das unterschreibe. Ich werde es prüfen, unterschreiben.
Als ich wusste, meine Frau gesehen haben und wusste nach kurzer Zeit, das ist meine Frau, da werde ich doch nicht jetzt jahrelang warten. Steht ihr? Ja, wenn ich sicher bin, das ist die Frau, mit der ich leben will, ja, los dann. Was will man warten, 10 Jahre, oder versteht ihr? Und mit dem Herrn, ich kriege das ewige Leben angeboten, wenn ich geprüft habe und sage, ich möchte und ich will in einen Bund gehen, das heißt auch, ich habe Verpflichtungen. Ja, da müssen wir die Geschwister hinführen. Und das haben viele Prediger nicht gelernt. Aber was habe ich erlebt? Ja, ich wurde endlos lange, habe ich dann Jugendtaufunterricht gehabt und dann war ich getauft und dann fingen die Probleme und dann hat man mich gelassen. Nein, biblisch ist es anders. Biblisch ist es schnell passiert, die wesentlichen Sachen, und nach der Taufe lehret sie alles. Matthäus 28. Ja? Das ist ein anderes System. Der Reiter aus Offenbarung, das war ein weißes Pferd mit Bogen, mit der schnellsten Waffe. Wenn etwas so wertvoll ist, versteht ihr, wenn wir das alles so ziehen, endlos und gar nicht fragen und so, das ist nicht, das, der psychologische Eindruck ist das nicht wichtig. Aber wenn etwas wichtig ist, wenn dein Leben davon abhängt, dann ist damit nicht zu spielen. Außer du hast es noch nicht verstanden, dann erkläre ich dir so lange, bis du verstehst, was der Herr dir anbietet und was er von dir verlangt. Und das machen die, das machen die. Versteht ihr, die sind biblischer, die sind da biblischer. Ja, interessant, Persönlichkeitsstruktur, ja. Zum Beispiel ist jemand eher sachlich, rational oder warmherzig. Schaut mal, wir haben in allen Persönlichkeiten, es sind ganz verschiedene Persönlichkeitsstrukturen, das hat mich selbst überrascht. Wir haben warmherzige, eher so soziale von denen und wir haben eher so sachliche, so rationale Denker, ganz verschieden. Es gibt Häufungen bei manchen Persönlichkeitsmerkmalen, aber es gibt nicht die Persönlichkeitsstruktur. Ja, ich möchte euch nicht den ganzen Test erklären, aber so nur grob. Ja. Es gibt aber ein paar Ausschlusskriterien, was jemand nicht sehr als Evangelist qualifiziert. Zum Beispiel, wenn jemand ganz sachorientiert ist, solche hatten wir nicht, der gar nicht mit Menschen umgehen kann. Ja. Vielleicht gibt es solche irgendwie in Medien und YouTube, die dann von zu Hause aus, das weiß ich nicht, aber die haben wir nicht gehabt. Oder wenn jemand zum Beispiel überhaupt keine Sensibilität hat, das ist vielleicht auch schwer, oder ganz introvertiert, der kann gar nicht reden mit anderen Menschen, das wird schwierig. Ja. So, Zusammenfassung. Die Kompetenzen der Best-Practice-Pastoren setzen sich zusammen aus einer Kombination, Persönlichkeit und Gaben, ja, Lebenserfahrung, nicht theologisches Studium auch, und durch das Lernen von erfolgreichen Evangelisten. Das ist so Zusammenfassung. Also sie haben einen gekonnten Umgang mit dem Wort Gottes, sie gehen wirklich, sie sind in der Bibel zu Hause und mit der Bibel arbeiten sie. Mit dem Wort Gottes, nicht viel reden, sondern mit der Bibel in der Hand, aus der Bibel und versuchen zum Wort Gottes eine Beziehung herzustellen, also zu Gott über sein Wort. Nicht so irgendwelche Papiere und Programme und so weiter, sondern direkt. Thematische evangelistische Priorität, eigene geistliche Vitalität, und das war jetzt interessant, jetzt haben wir verglichen, ja, sie haben eine gute Beziehung zu Gott. Aber das ist nicht der Unterschied zu denen, die nicht erfolgreich waren. Die haben genauso gesagt, dass sie eine sehr gute Beziehung zu Gott haben. Interessant. Steht ihr, es hängt nicht nur davon ab. Wir müssen auch lernen. Ja, es sind auch Lernprozesse. Nicht nur mein geistlicher Zustand. Das war interessant zu sehen. Sie haben auch eine gute Menschenkenntnis, Kulturkompetenzen. Die meisten waren irgendwo gelebt, auch im Ausland, oder waren selbst zum Teil Ausländer. Haben Interesse am Menschen, Kontaktorientierung, Sozialkompetenz, haben ein weiteres Studium, Beruf, wie wir gesagt haben, und möglicherweise auch evangelistische Auslandsaufenthalte. Und möglicherweise auch Lebenskrisen. Also jemand, der nicht Ausländer war oder so, hat zumindest vielleicht ein Jahr im Ausland gemacht, evangelistisches oder Kultur kennengelernt. Und interessant, zehntens möglicherweise auch Lebenskrisen. Und jetzt schaut mal, alle diese Fähigkeiten, die jetzt dick sind, könnte man lernen und fördern. Außer schnelles, logisches Denken, Intelligenzfluide kann man nicht beschleunigen. Das geht nicht nach heutigem Stand der Wissenschaft. Aber, und Lebenskrisen wollen wir nicht provozieren. Ja. Aber interessant, sie hatten fast alle Lebenskrisen gehabt. Schwere seelische, ausgebrannt, Krisen, Depression, schwere Erlebnisse, die sie hatten. Interessant. Ja, soweit. Mehr braucht man nicht.
Das reicht erstmal aber so, dass ihr eine kleine Vorstellung habt, was wichtig ist. Was können wir lernen davon, liebe Geschwister? Lernt, soweit ihr könnt, tatsächlich existenziell biblisch zu arbeiten mit den Menschen. Ob das euer Hauskreis ist, ob das dein persönliches Gespräch mit jemand ist. Lernt eure Bibel und das, was ihr hier gelernt habt auch, lernt, das Wort Gottes zu bringen. Wort Gottes, ja, persönlich mit den Menschen zusammenzuarbeiten und ihnen zu helfen, Gott kennenzulernen. Ja, es geht nicht unbedingt nur um Theologiestudium, dass ihr sagt, ja, das muss alles der Prediger. Das ist nicht unbedingt das Wichtigste, ja. Ihr lest jetzt alle meine Sachen hier. Das lenkt euch nur ab. Das ist interessant, das ist immer so, wenn man einen Computer hat, alle lesen, was steht da. Oder viele. Aber dem werden wir vorbeugen. Schau mal, ich mache es so, dann lenke ich euch nicht mehr ab. Genau, so einfach ist das. Ja, liebe Geschwister, nicht das Theologiestudium, das Große ist die Sache, sondern wie gut kenne ich die Bibel, was für eine Liebe habe ich zu Menschen, arbeite ich nach den Methoden der Bibel, das ist die Sache. Habe ich Menschenkenntnisse? Ja, bin ich bereit, auf Menschen zuzugehen? Das ist viel wichtiger und das betrifft uns alle. Das kann jeder üben, das können wir üben. So, bevor wir die Pause machen, möchte ich euch noch was vorstellen. Dann machen wir ein kleines anderes Thema, auch aus der Praxis möchte ich euch etwas zeigen. Ich möchte euch noch vorstellen, das Atelier habe ich euch vorgestellt. Heute ist es rausgekommen, heute habe ich es bekommen. Ich werde euch hinlegen, wenn ihr reinschauen wollt. Dieses Buch Medienkompass zusammen mit meiner Frau und meiner Tochter geschrieben. Meine Tochter ist Erzieherin, arbeitet jetzt beim Hope Channel als Social Media Managerin und meine Frau ist auch Psychologin und Mutter. Wir haben das als Familie geschrieben aus verschiedenen Sichtweisen. Erster Teil zeigt, im Prinzip können wir es biblisch zeigen, sagen, mehr als alles behüte dein Herz. Satan möchte die Herzen kaputt machen. Nur haben wir das jetzt nicht mit der Bibel gemacht, sondern mit der Neurowissenschaft, mit der Psychologie und deswegen heißt es, Schmetterlinge statt Müll im Kopf. Satan möchte, dass unser Kopf zugemüllt wird mit Negativen und dass unsere Kinder kaputt gehen. Hier zeigen wir es wissenschaftlich, aber sehr einfach geschrieben, was die Forschung heute zeigt. Nicht ich, sondern die Forschung, ganz komprimiert, was Gewalt macht, was wir wissen, was wir alles lernen. Gestern haben wir gesagt, in 30 Minuten, es ist materiell im Kopf. Das wird hier alles beschrieben, erstmal, dass die Eltern wissen. Und dann macht meine Frau hier den Artikel vom Ende her gedacht. Wenn du ans Ende denkst, das ist ja Weisheit in der Bibel. Was willst du, wie sollen deine Kinder sein? Schreib dir das auf und dann beginn zu planen, wie du sie erziehst, welche Rolle einen die Medien spielen. Ja? Und dann kommen wir im zweiten Teil, die Werte bringe ich auch hier rein, die Menschenrechte, ja, die ja sehr an der Bibel orientiert sind. Und dann kommt der praktische Ratgeber von Säuglings- oder vorgeburtlich, wie wir uns selbst umerziehen müssen. Babys, Babyfernsehen und der ganze Quatsch, Kinder, Medien, geht nicht. Ja, das beschreiben wir schon vorher. Und dann geben wir viele Tipps, was kann man tun, wenn Kinder hibbelig sind und wenn man als Eltern Pause haben will. Ja? Ja, da gibt man ein Tablet und die Kinder sind abgelenkt. Ja, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das ist, Professor Spitzer sagt, das wäre so, als würde man sie mit Drogen anfixen. Ja? Und nein, es gibt Alternativen. In die Natur rausgehen. Verschiedene Tipps geben wir hier. Der Jugendalter, Teenageralter, Kleinkinder. In die Natur raus. Bis hin zu Spiritualität. Weil die Medien, das war meine Forschung, was ich euch gestern gesagt habe, manipulieren mit Religion. Und das sollen die Eltern, die auch Atheisten sind, wissen und stattdessen mit den Kindern beginnen zu träumen von einer anderen Welt, ja, sich vorzustellen oder Dankbarkeit, ganz einfacher Schritt mit Dankbarkeit beginnen. Ja, einfach dankbar, sagt die Bibel auch. Also hier geben wir Tipps dann und das könnt ihr euch anschauen, wenn es euch interessiert, das könnt ihr auch schenken Menschen oder empfehlen, Nachbarn und so weiter und verschiedenen anderen Menschen, die euch, weil es ist nicht so ein dickes Buch oder so, es ist nur das Wichtigste aus unserer Sicht, unserer Erfahrung auch. Und ich weiß, dass das genau gebraucht ist. Ja. Wisst ihr, wie Lehrer mir klagen? Vorletztes Jahr war ich im Bayerischen Lehrerverband der Redner und ich habe ihnen davon erzählt, wann haben sie sowas, was können sie uns geben? Ja. Praktisch.
Die Lehrer sind überfordert. Ich schreibe auch darüber, Augsburger Manifest, die Lehrer können bald nicht mehr lehren in den Schulen, weil die Konzentration nicht mehr da ist, der Kinder. Also die Lehrer haben es sehr schwer heute. So, das dazu. Dann, so, Bild an bitte. Jawohl. Hier seht ihr einige junge Leute. Das war jetzt vor 2 Jahren in der Schweiz. Wir haben so etwas wie die Kurzbibelschule, aber jetzt die evangelistische Kurzbibelschule, wo man Freunde mitbringt und wo wir Bibel studieren, den ganzen Tag, die haben wir jetzt versucht für junge Leute zu machen. Wie kriegen wir junge Leute aus unserer Gemeinschaft beziehungsweise auch ihre Freunde mit? Das heißt, ich habe zum Beispiel die Bibelarbeit gemacht, morgens eine Stunde intensiv, nachmittags oder abends eine Stunde und zwischendurch Gespräche. Und zwischendurch war Sport. Ja? Seht ihr hier, der Martin Mattig, der auch im Hope Channel jetzt diese Sendung hat, Refresh, das ist ein Freund von mir, ein Sportler, war früher ein richtig Leistungssportler im Speedskating, ist aber auch Trainer, Personal Trainer. Und mit ihm haben wir das aufgebaut, so dass er macht den sportlichen Teil und da kommen die jungen Leute hin und wir haben nicht mal eine Werbeplattform. Es geht fast alles über Mund-zu-Mund-Propaganda und wir haben letztes Jahr, konnten nicht alle mitkommen. Wir waren begrenzt, so mit 55, 60 Leuten. Und da machen wir Sport, er zeigt das und sie machen es nach. Ja, es kamen Leute, die haben Knieschmerzen gehabt oder Rücken. Eine Tochter von einem Medizinprofessor hat er angerufen, hat er gesagt, was hat sie? Soll kommen. Nach 3, 4 Tagen waren die Schmerzen weg. Sie konnte alles mitmachen. Der ist wirklich gut, der Martin, Gott sei Dank, ist sehr, sehr begabt. Und die jungen Leute machen da mit und zwischendurch Bibel und Gespräche. Ja. St. Stephan, ja. Kurzbibelschule, Tradition jetzt, die Schweizer Kurzbibelschule mit Ricardo Abus Padilla. Wir haben mit Ricardo drüber gesprochen, aber er hat das nicht mehr erlebt, dass wir das so machen. War nie dabei. Aber wir haben es dann durchgezogen und wir haben tatsächlich sehr viele junge Leute. Das läuft jetzt 4 Jahre, glaube ich, und das hat sich immer weiter gesteigert. Dann hat Martin seine Trainer, ich nehme jetzt die Theologiestudenten auch 2, 3 mit letztes Jahr. Dieses Jahr muss das leider ausfallen, aber wir werden jetzt über Medien werden wir sie jeden Monat jetzt inhaltlich versuchen zu erreichen. Ja, unsere Gruppe, es waren viele angemeldet schon. Genau, seht ihr, da sind auch Assistententrainer, Assistentenprediger, das läuft dann vieles drin und manches draußen. Aber so kommen die Leute über Sport. Zum Beispiel vor 2 Jahren, ersten Abend, haben wir uns getroffen und gesprochen und die jungen Leute haben gesagt, 7, 8 von ihnen, ich gehe gar nicht mehr in die Gemeinde oder ich war, und manche auch gar keine Adventisten, ja. Letztes Jahr besonders waren einige aus dem Fitnessstudio, die waren noch nie in der Kirche oder so, ja. Sie haben ihre Freunde mitgebracht und einige von ihnen waren da, die haben gesagt, ich gehe lange nicht mehr in die Gemeinde, ich bin sehr enttäuscht. Sie kamen aber wegen dem Sport. Und sie wussten, da wird es auch um Bibel gehen. Und dann gab es Taufen. Hier. Ja. Schaut mal hier, eine Taufe. Hier. Kannst dich erinnern, St. Stephan, das ist oben bei Les Diablerets. Da wurde eine Schweizer Adventistin, also sie ist adventistisch aufgewachsen, aber auch andere wurden getauft. Hoppala. Genau. Verschiedene, mehrere Leute wurden getauft, auch letztes Jahr, vorletztes Jahr. Schaut mal, diese vorletztes Jahr, die schwarz gekringelt sind, die sind getauft worden. Die rot sind, haben eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Manche aus Süddeutschland, manche aus Norddeutschland, die sind gar nicht mehr, die haben nicht mehr gelebt mit Gott. Sie haben weltlich gelebt. Und in dieser Woche ist es passiert. Ja? Die Nicole zum Beispiel, hier in der Mitte mit Rot, die hat sich dann ein halbes Jahr später taufen lassen in Wolfsburg. Ich durfte dabei sein. Sie gibt jetzt Bibelkreis für junge Leute, was dringend notwendig war. Ja, also das geht dann immer weiter. Wenn sie begreifen das Evangelium in kurzer Zeit, unsere Kinder, die nicht mehr viel damit diesen Formal noch gekommen, weltlich gelebt. Und sie beginnen dann stützend zu werden in der Gemeinde, manche von ihnen. Also das ist sehr, sehr schön zu erleben. Ja, aber was ist das Prinzip? Das Prinzip ist,
Gottes Wort ganz, ganz klar predigen. Ganz existenziell für sie. Ganz einfach, dass sie verstehen, die Milch, was ich euch letztes Jahr unser Thema war. Wer nicht da war, schaut euch das an. Die Milch müssen wir verstehen. Was ist die Milch? Ja? Buße von toten Werken, Glaube an Gott, Lehre von der Taufe, Handauflegung, Totenauferstehung, ewiges Gericht. Das müssen wir verstehen. Ja, gerade als Adventisten, was ist ewiges Gericht? Ja, das ist das Prinzip und wir können das erleben, was passiert mit jungen Menschen heute auch, wenn sie abgeholt werden. Aber seht ihr jetzt das Prinzip? Abgeholt haben wir sie, viele von ihnen haben wir abgeholt mit Sport. So wie Ellen White damals gesagt hat, das Beste, wo wir Vorurteile wegbekommen, ist Gesundheitsbotschaft. Wir müssen doch irgendwie, jetzt nehme ich mal die Tafel, dass man das ein bisschen festhalten, was wir bisher gesagt haben, wenn das stimmt, um jetzt mit diesen, ja, es sind verschiedene Mauern, ja, zwischen uns, ja, jetzt mache ich mal hier die Bibel in der Hand, ja, haben wir gesagt, ja, so, und zwischen den Menschen, die wir erreichen wollen, und zwar verschiedene Mauern, die müssen wir dann nochmal schauen, also nicht schön gemalt, aber das macht nichts, ja. Das heißt, wie können wir auch bei unseren eigenen Kindern, wenn ihr jetzt so jungen Leuten sagen würdet, ja komm mal, mach mal Bibelstudien, dann werden viele sagen, ja, habe ich keine Lust, meinen Urlaub dafür zu geben. Weil sie langweilen sich in der Gemeinde. Manchmal sind die Predigten langweilig, manchmal haben sie gar nichts zu tun. Langweilen sich. Oder sind sogar frustriert manchmal. Ja, ich sage jetzt, wie es im negativen Fall ist, aber solche sind zu uns gekommen, viele. Das heißt, Gemeinde, oh, ist das wieder irgendwas Langweiliges in der Bibel, was mich sowieso nicht betrifft? Nein, wir bringen jetzt die Bibel mit Bildern, die Sie kennen aus den Medien, aus Ihren Bereichen. Das heißt, auch da baue ich Brücken. Zum Beispiel die erste Brücke ist vielleicht, dass Sie kommen überhaupt, der Sport. Mach was für dich. Manche wollen Muskeln aufbauen, Jungs, manche wollen ein bisschen abnehmen, Mädels oft, ja. Manche haben Beschwerden, wollen ein bisschen sportlicher, gesünder werden. Ja, den kommen wegen dem Sport. Gesundheitsbotschaft. Ja? Bible Sport Camp. Muss ein bisschen Englisch klingen, sonst ist es auch nicht gut. Ja? So ist es halt bei jungen Leuten. Versteht ihr? Das ist alles Brücke, auch Englisch und so weiter. Ja? Wir müssen ihnen entgegenkommen. Das muss für sie gut klingen, nicht für euch. Das muss für sie gut klingen. Für euch machen wir es anders. Ja? Ein Projekt, was wir gemacht haben in Darmstadt, wo wir sofort Menschen bekommen haben, auch in die Gemeinde, war Nature Code, Natursprache. Ich habe gesagt, das lernen wir jetzt hier in Bogenhofen bei den, ja. Ich wollte das dann übertragen, ich habe das den Tipp gegeben der Pilotgemeinde, die ich euch morgen Vormittag zeige mit Videos in Bayern. Da haben sie gesagt, nö, das sowas nicht in Englisch. Ja, das war jetzt eine Gemeinde, nicht nur junge Leute jetzt, die haben gesagt, Naturgugel. Okay, steht hier. Dann Naturgugel. Ich kann es nicht mal richtig aussprechen. Ja, sie haben Naturgugel gehabt. Ich zeige euch morgen, was für einen Erfolg sie damals hatten damit. Ja? Das heißt, wir bauen Brücken. Überlasst das nicht dem Pontifex. Wir müssen Brücken bauen. Evangelisten, ja. Wir müssen Brücken bauen. Also, wir bauen sie so, dass die Menschen rübergehen und sagen, ich mache Sport und wir geben Sport. Das ist nicht eine Falle. Ja, wir machen nur so, ja, kommt zum Sport und jetzt werden wir euch nur mit der Bibel umhauen. Nein, wir sagen auch, dass wir Bibel machen. Ja, das sagen wir auch. Beides. Aber zuerst beginnen wir mit Sport, weil da wollen sie kommen. Und dann noch ein bisschen Bibel schadet nicht, sonst kannst du ja rausgehen, wenn es dich langweilt. Und dann bauen wir natürlich die Brücke, indem wir von der Bibel versuchen, ja, etwas zu geben, was sie verstehen. Was aus ihrer Lebenswelt kommt. Das heißt, wir nutzen Gleichnisse. Sehr viel. Und dann funktioniert die Sache. Und dann verstehen sie und freuen sich. Ja? Und dann wachsen sie. So ist das Prinzip. Das heißt, nicht immer so versuchen wie bisher, wenn es nicht läuft. Lernen von den Erfolgreichen oder von der Bibel in erster Linie, von Ellen White. Und das wollen wir jetzt noch ein bisschen machen. Einige Prinzipien zum Schluss. Und das nehmen wir jetzt aus dem Buch, sodass die ihr das studieren wollt,
die bitte, kriegt ihr jetzt eine kleine Einleitung, wie man das machen kann, ja? Dass ihr euch da sicher seid. Und am besten werden einen kleinen missionarischen Arbeitskreis haben und das durcharbeiten. Ich garantiere euch, dass die meisten Gemeinden oder Menschen, die erfolgreich sind evangelistisch, hat etwas mit diesen Prinzipien zu tun, die hier aufgeschrieben sind. Weil sie nicht meine sind, sondern biblische. Wenn es meine wären, wäre es nicht gut. Und jetzt wollen wir uns das kurz anschauen, wie das funktioniert. Im Anfang ist ein bisschen langweilig, könnt ihr überspringen, das ist ein bisschen zu technisch, würde ich heute schon anders machen. Ich war noch in sehr wissenschaftlicher Finesse damals, Buchkonzeption und so, das könnt ihr alles überspringen. Die GUS-Formel, ja, das vielleicht sollt ihr mal verstehen, warum eine Formel? Erfolg evangelistischer ist eine Funktion von GUS, für die, die gerne das alles technisch wissen wollen. Warum? Das ist so wie etwas, dass wir es nicht vergessen, dass wir abchecken. Nummer eins, zuerst ist Gott wichtig. Ja, wenn ich das jetzt wie einen Baum machen würde, die Evangelisation, dann würde ich sagen, zuerst der Hauptstamm ist Gott. Ja? So könnte man es auch machen. Ja? Und alles, was Gott geschaffen hat. Und jetzt kommt aber etwas, was wir noch gesondert anschauen müssen. Ja? Also was sagt Gott in der Bibel, Geist der Weissagung, was sagt Gott? Das Zweite ist der Evangelist. Ja? Also du auch, wenn du jetzt Bibelkreis hast, Bibelstunden jemand gibst, dann bist du der Evangelist und verkündigst an Christi Stadt das Evangelium. Das heißt, du musst etwas über dich wissen. Wer bist du? Welche Gaben hat dir Gott gegeben? Ihr müsst über euch wissen, was für Gaben euch gegeben hat Gott. Was könnt ihr gut, was könnt ihr nicht gut? Bist du besser am Büchertisch oder bist du besser von Haus zu Haus oder bist du so ein Streetworker? Ja? Du musst etwas über dich wissen. Nummer zwei, wir müssen etwas über den unerreichten Menschen wissen. Ja? Was sagt Schwester White? Die Bibel und wie wir den Menschen erreichen. Wir müssen wissen, wenn wir in einer Stadt was machen wollen, müssen wir was über eine Stadt wissen. Ja, ist das jetzt eine intellektuelle Stadt? Ist das eine Arbeiterstadt? Sind viele Flüchtlinge? Was ist das? Was für ein Milieu? Ja? Und drittens, wir müssen etwas die Situation ernst nehmen. Das können wir jetzt bei Corona sehr gut zeigen. Wir können das alles richtig machen, aber die Situation kann es ändern und nichts funktioniert mehr. Und wir haben es jetzt bei Corona gesehen. Die Situation hat sich so geändert, müssen wir ganz anders arbeiten. Wir konnten gar nicht mehr zusammenkommen. Das heißt, die Situation immer im Auge behalten. Wie ist die Situation? Nicht immer meinen, die gleiche Methode funktioniert immer. Nein, die Situation kann sich ändern. Wichtig ist, dass wir das klare, reine Evangelium Gottes haben und die Methoden Jesu, die Prinzipien. Ja, das ist wichtig. Ja, und das soll uns immer wieder erinnern. Ich frage jede Gemeinde, wenn ich sie berate oder so, bitte, habt ihr alles nach der Bibel umgesetzt von den Prinzipien? Wisst ihr was über euch? Welche Gaben? Was habt ihr für Ressourcen in eurer Gemeinde? Was haben eure jungen Leute für Ressourcen? Ihr müsst alles wissen. Was für ein Beziehungsnetzwerk habt ihr? Mann, in Westerham haben wir damals gesehen, einer hatte 270 Beziehungen. Oh, das können wir nutzen. Ja, wir müssen was wissen über uns. Wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, ja, da gibt es so einen Spruch. Vielleicht haben wir viel mehr, als wir denken, wir reden nur nie darüber. Was für Kompetenzen haben manche unter uns? Ja? Wer sind die Menschen und was ist die Situation? Das ist zum Wort Gottes, zu den Methoden wichtig. Und jetzt schaut mal, jetzt geht es weiter hier. Also das wäre dieses Kapitel. Unerreichte wird dann definiert, das könnt ihr meinetwegen auch überspringen, aber dann kommen die biblischen Themen. So, ab Seite 27. Und das ist lebensnotwendig. Nummer eins, die große Volksmenge hörte ihn gern. Das ist ein Zitat aus Matthäus 12, 37. Das heißt, ich habe vorgestern Abend begonnen und euch gezeigt, oh, schau mal vor dem Kino was, vor dem Mediamarkt, wie Leute Schlange stehen, wenn der Teufel seine Produkte gibt manchmal, ja. Bücher, Harry Potter und so, ja, wenn er verteilt, stehen die Schlange. Bei Jesus standen sie auch Schlange. Steht ihr? Die große Volksmenge hörte ihn gern. Das ist möglich. Und die Zeit war nicht leichter als heute unbedingt.
Ich bin mir nicht sicher, ob es damals leichter war, was so Schwester Weid beschreibt, die Zeit. Ja. Viel mehr Texte, Matthäus 20, und als sie von Jericho auszogen, folgte eine große Volksmenge. Lukas 12, als sie sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, so dass sie einander traten. Das könnt ihr nur, jetzt können wir es nicht mehr erleben. Wer weiß, wann wir das wieder erleben, aber Fußballstadion, Konzerte von irgendwelchen Popstars, ja, da treten sich die Leute. So war es bei Jesus manchmal. Das sagt uns die Schrift. Versteht ihr, wir dürfen nicht so, ach, keiner will das hören. Nein, das stimmt nicht. Ja, aber warum ist die Frage? Warum haben sie so gern gehört? Ja, und das nicht nur bei ihm, schaut mal bei den Aposteln. Apostelgeschichte 19, 26. Ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe von ganz Asien eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat, da er sagt, dass es keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Paulus mit seinen paar Freunden wurde zur Konkurrenz der damaligen Medienindustrie, die vergleichbar mit der heutigen war. Artemiskult und das alles. Ja. Der ganze Götzendienst, das waren Medien. Die haben Angst gehabt, dass sie nicht mehr arbeiten können. Das ist meine Vision. Da bitte ich Gott, wird es eines Tages so weit kommen, dass wir den heutigen Medien eine Konkurrenz werden. Nicht wir, sondern das Evangelium Gottes. Da träume ich davon. Das ist mein große, große Traum, dass sich das wiederholt, was hier passiert wird. Weil genauso manipuliert er nur mit neuen Verschleierungen der Teufel heute die Menschen. Schaut euch meine Predigt an über Götzendienst in Bogenhofen, könnt ihr sehen. Ich zeige euch das, ich habe das letztes Jahr in Köln an der Uni veröffentlicht, dass damals die Medien vergleichbar waren wie heute. Das wissen wir noch nicht. Das muss man historisch sehen. Das kennen die Medienwissenschaftler nicht, aber die Historiker kennen das. Und ich bin mit Ricardo rumgereist in den ganzen Ländern, in den ganzen Museen und da ist mir klar geworden, das war ja ganz anders, als wir denken. Das war in Farbe auch alles. Vincent Brinkmann, der deutsche Archäologe, hat das gezeigt, das geht um die Welt. Das war Augenschmaus, Reize, so wie die Medien heute, nur nicht elektronisch, anders. Schaut euch das an, wenn euch das interessiert. Es war auch schwer, aber das Evangelium ist stärker. Seine Kraft Gottes. So, nur warum, ja? Schaut mal, was Schwester Weid sagt. Ihr habt dann immer Schwester Weid-Zitate. Ist uns dann schon alles gegeben. In den Städten, in denen heute so viel Ansprechendes und Lustbares angeboten wird, können die Menschen durch gewöhnliche Anstrengungen nicht interessiert werden. 1909. Was würden wir heute sagen? Schwester Weid sagt, es geht nicht mehr so wie gewöhnlich. Schon in ihrer Lebzeit hat sich's verändert. Und jetzt sagt sie, doch die von Gott berufenen Diener werden die Notwendigkeit sehen, außerordentliche Bemühungen anzuwenden, um die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Merkt ihr, Nummer eins, Aufmerksamkeit. Und jetzt schaut mal. Jetzt schaut mal, Aufmerksamkeit, das Schwester Weid oft spricht und die Bibel auch. Vor 100 Jahren, in der Zeit von Schwester Weid, wurde das in der Marketingwissenschaft gefunden und definiert als AIDA. Das weiß jeder, der BWL oder Marketing oder Konsumentenpsychologie studiert heute, weiß das. Das ist 100 Jahre alt. Aber Schwester Weid hat es auch gesagt. Gott hat es uns auch gegeben. AIDA, Attention, also aufmerksam werden. Interest, das ist Nummer eins. Du musst erstmal die Aufmerksamkeit kriegen überhaupt in dem heutigen lauten Welt. Zweitens, Interesse. Oh, das interessiert mich aber. Drittens, Desire, ein Wunsch oder ja, Sehnsucht, Action. Und jetzt gehe ich in die Aktion. Das weiß jeder, der BWL und Marketing und Werbung studiert, Werbedesign und so, kennt diese alte Formel aus der Wirtschaft. Ja, Schwester Weid spricht darüber. Wir hätten das schon längst verinnerlichen können. Ja? Das heißt, sie sagt, so wird es nicht mehr gehen wie früher. Warum lesen wir das nicht und setzen das um und beschäftigen uns mit sowas? Nein, wir müssen uns jetzt über Ordination der Frau streiten, was in der Bibel überhaupt nicht existiert, auch für den Mann nicht. Es gibt keine Ordination. Das ist etwas, was die katholische Kirche, ich habe es im frühestens 325 bei Konzil von Nikea den Begriff Ordination gefunden. In der Bibel haben wir nur Handauflegung. Mit sowas will der Teufel uns, wir müssen sowas studieren, was uns gegeben ist. Wie erreichen wir Menschen? Das muss die Wissenschaft der Wissenschaften sein. Anderes Zitat, von den Arbeitsmethoden Christi können wir wertvolle Lektionen lernen. Er verfolgte nicht nur eine Methode.
Auf verschiedene Weisen versucht er, die Aufmerksamkeit der Menschenmengen zu gewinnen. Hat sich Jesus bewusst Gedanken gemacht? Und wie? Das sieht man, wenn man tief die Bibel, die Evangelien studiert. Man sieht es aber auch, Schwester Weid hat das betont. Ja? Und dann verkündigt er ihnen die Evangeliumsbotschaft. Ja, das habe ich nicht im Theologiestudium gelernt. Ich habe nur gelernt Inhalte. Aber wie man es rüberbringt, ja, irgendwas, was vor 100 Jahren funktioniert ist, das funktioniert heute nicht mehr. Jesus hat das gleiche Problem gehabt. Ja? Mit Feingefühl, neues Zitat, mit Feingefühl begegnet er den Voreingenommenen, ja? Mauern. Feingefühl. Nicht jeder hat ein Feingefühl von seiner Persönlichkeit, aber das kann man üben. Das wissen wir aus der Persönlichkeitspsychologie. Feingefühl kann geübt werden. Das ist nicht wie fluide Intelligenz. Das kann man üben. Und gewann so die Aufmerksamkeit. Seine Lehrreichtum erreichte ihre Herzen. Seht ihr, das ist nur zum Thema Aufmerksamkeit. Und dann gibt es ein paar Übungen. Versuche zunächst in deiner Stadt herauszufinden, welche Veranstaltungen die größte Aufmerksamkeit der Bevölkerung bekommen. Frage danach, welche Elemente die Aufmerksamkeit von Bedeutung sind. Jetzt üben wir das. Das müssen wir uns fragen. Wie Strategen, ja? Das ist ja ein Kampf. Wir wohnen in einem Krieg um das ewige Leben. Satan gegen die Truppen Gottes. Ja? Und wir müssen wie Strategen, Schwester Weid sagt, der Prediger oder Evangelist müsste wie ein General sein. Die Bilder bringt sie. Ein General kommt doch nicht einfach, ja, jetzt gehen wir mal so nach Bauchgefühl. Das wird auf dem Tisch geplant. So haben wir es mit Westerham gemacht, ihr werdet sehen morgen. Zweites Thema, lieber 5 Worte verständlich. Als Adventisten sind wir gewöhnt und auch Christen, aber wir noch mehr zu reden, 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 reden. Lieber 5 Worte verständlich. Und die Leute sagen, ich habe nichts verstanden. Ich verstehe nicht, was die reden. Das ist Bahnhof. Ja. Ja, Paulus hat uns das längst gesagt. Schaut mal in Korinther. Doch auch die tönenden, leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Denn wenn auch die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Er bringt es hier mit der Musik und Armee und sagt, das muss doch deutlich sein. So müssen wir auch reden, deutlich. Und zwar nicht für mich und für euch, sondern nach außen deutlich. Ja, und hier wird gezeigt, wie das gemeint ist. Ja. Ganz scharfes Wort, was ich euch geben möchte von Jesus. Ihr kennt die Geschichte vom Seemann. Matthäus 13. Der Seemann sät 4 Arten von Boden. Was ist der Unterschied zwischen dem ersten und vierten Boden, liebe Geschwister? Der erste fällt auf Stein und bringt nichts. Kommen die Vögel und fressen weg. Der Satan kommt noch. Ja. Und beim vierten, was ist da? Tiefe Erde. Aber was heißt das praktisch? Vorbereitet, ja. Aber was sagt der Text? Wollen wir mal die Bibel genau fragen. Was sagt der Text? So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse, reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an dem Weg gesät worden ist. Und jetzt Vers 23. Bei dem aber, dem auf gute Erde gesät, dieser ist, der das Wort hört, nein, und versteht. Der wird Frucht bringen. Liebe Geschwister, und dies, das ist eine scharfe Kritik hier drin, weil das auch mit uns zu tun hat. Wenn wir so verkündigen, dass die Leute nicht verstehen, dass sie hören, aber nicht verstehen, für wen arbeiten wir dann? Ich sag's nichts. Du sagst es, ohne es zu wollen. Unsere Aufgabe ist, dass sie verstehen, was wir erzählen. Und das müssen wir lernen. Das ist etwas, was wir lernen, üben. Wir müssen zusammenkommen in kleinen Kreisen und es üben. Ja? Ein Zitat von Schwester Weid. Trag dafür Sorge, dass die Wahrheit nicht in einer Weise darbiete, die Vorurteil aufkommen lässt und die Tür der Herzen für die Aufnahme der Wahrheit verschließt. Wann und wo immer du es mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, stimme mit den Gedanken und Überlegungen der Gesprächspartner überein. Wie macht man so etwas? Wisst ihr was, in Psychotherapie habe ich sowas gelernt, wie ich erstmal in seine Gedankenwelt reingehe. So weit wie möglich übereinstimmen. Nicht gleich, so, ich hau dich jetzt um, ich habe die Wahrheit und friss oder stirb. Und dann gehen ja alle. Niemand will so behandelt werden.
stimme so weit wie möglich überein. Das ist die Kunst der Brückenbauen. Ja, weiter. Beim Auftakt deiner Verkündigung bedränge unter keinen Umständen die Zuhörer mit ihnen völlig fremden Lehren unseres Glaubens. Das ist verboten. Wer hält sich dran? Solche Themen der Wahrheit sollten dann dargeboten werden, wenn die Hörer sie verstehen und wertschätzen können. Wir müssen uns manchmal entschuldigen, wie wir gepredigt haben und verkündigt. Steht ihr? Das ist nur ein Thema. Das sind biblische Prinzipien. Ja? Ohne Gleichnisse redet er nichts zu ihnen. Das nächste Thema. Ich lese euch jetzt nicht alles, aber versteht ihr, dass ihr seht, das sind Prinzipien. Ich behaupte, wir handeln nicht danach. Das ist der Grund, dass wir nicht erfolgreich sind. Da, wo nicht kein Erfolg ist, handeln wir nicht nur, dass wir vielleicht von Gott abgefallen sind oder nicht mehr die Bibel lesen. Das ist eine andere geistliche Sache. Aber von der Methode, wir machen nicht mehr so. Ohne Gleichnisse redet er nicht zu ihnen. Lest euch dieses Artikel. Und Jesus hat seine Jünger in diesen Prozess reingenommen und sie gefragt in Markus 4, wie sollen wir das Reich Gottes? Der bringt sie mit pädagogisch. Denkt mal nach. Ich mache das mit den Geschwistern auch, wenn wir evangelistisch arbeiten. Wie könntest du jetzt diese Wahrheit erklären? Dieser Zielgruppe der jungen Leute. Bitte. Ja, das müsst ihr nicht. Ihr seid nicht die Zielgruppe. Aber die jungen Leute frage ich so, für deine Zielgruppe, wo Gott dich hinstellt, mit welchem Gleichnis wirst du versuchen zu erklären? Jesus hat manchmal ganze Kapitel nur irgendwelche Gleichnisse gebracht und dann nur zum Schluss gesagt, so ist es mit dem Reich der Himmel. Wer predigt denn so? Wer verkündigt denn so? Ja, Jesus. Da sehe ich einen der größten Probleme in der Verkündigung, dass wir das nicht einhalten, was hier steht. Ja? Nächstes Thema. Es drangen durchs Herz. Als Jesus gepredigt hat, als die Apostel gepredigt haben, Apostelgeschichte 2, es ging durchs Herz. Wenn wir nicht das Herz, wenn wir nur kognitiv arbeiten, das sind 5-10%, so psychologisch gesehen, sind sehr offen und wollen alles nur rational kognitiv. Aber die meisten Menschen nicht. Und wisst ihr was, die Söhne der Welt, deswegen sind eure Kinder schon süchtig, viele von euch, und eure Enkel. Wisst ihr warum? Weil die Welt versteht, wie sie ihr Herz erreicht. Aber dann mit dem Teufel. Aber die Mechanismen, sie wissen, wie sie die Emotionen aktivieren. Und die sind wichtig. Jesus hat das Herz erreicht, aber dann, um die Lehre zu geben. Nur zuerst muss das Herz vorbereitet sein. Das müssen wir lernen. Im Kleinen, im Großen, wenn wir große Evangelisationen machen, die Evangelisten, aber auch ihr in persönlichen Gesprächen. Eine einfachste Sache, die ich euch mitgeben will, wo ihr sicher den Weg baut zum anderen, fragt euren Mitarbeiter, euren Nachbar, wenn ihr im Gespräch seid. Ein Tipp, versucht das wirklich konsequent. Versucht erstmal rauszukriegen, was macht dieser Mensch gerne? Wofür gibt er freiwillig seine Zeit, sein Geld, seine Kraft? Wenn ihr das genau wisst, und das könnt ihr bei Leuten normalerweise in 90%, über 90% der Fälle sofort rauskriegen, weil das erzählt jeder gern. Dessen, wo mein Herz hängt, geht der Mund über. Fragt mal, was machst du denn gerne in deiner Freizeit? Und dann, wenn er sagt, ja, ich gehe gerne in Sport, was machst du denn genau? Fragt weiter nach. Ich mache fast 100% immer die Erfahrung, dass die Leute erzählen mir dann. Ja, und welche? Oh, was, du machst Kampfsport? Interessiert mich, was machst du denn für einen Kampfsport? Den, oh, ja. Ja gut, nächstes Mal bringe ich vom Kampfsport ein Gleichnis, wenn ich über die Bibel später erzähle. Ich sage, schau mal, in der Bibel ist es so mit Kampfsport. Nur, schau mal, der ist viel einfacher. Es gibt dann den psychologischen Kampf und dann gibt es den geistlichen Kampf. Der ist richtig schwer, da gibt es ein paar andere Regeln und so. Dann arbeite ich mit seinen Bildern. Ja, und schon sprechen wir über Evangelium. Aber dort, wo sein Herz hängt. Steht ihr, das ist die Methode, die wir lernen müssen. Wo ist sein Herz? Kriegt das raus und ihr werdet sehen und dann zu Hause überlegen. Vielleicht seid ihr noch nicht so geübt, dass ihr spontan sofort das Gleichnis übertragen könnt. Aber dann versucht zu Hause, wie könnte ich welche Wahrheiten durch seinen Sport? Interessiert euch ein bisschen auch für den Sport, das gefällt den Leuten. Für sein Hobby, wenn es jetzt nicht gerade sexuelle Perversion ist oder irgendwas Hochsündiges, ja. Das geht nicht, aber Kampfsport habe ich kein Problem. Ich frage sie, hast du eine Ahnung, wie Israel entstanden ist? Ringkampf. Ah, mit einem Engel. Und der hat dann nur berührt und hat schon ausgehobelt, ja. Steht ihr, das ist ja in der Bibel, da können wir ja Brücken bauen ohne Ende.
Ja, und schon sind wir im Thema, aber ich bin dort, was ihn interessiert. Ich arbeite mit diesen Bildern, die diesen Menschen, die ihm bekannt sind und die er liebt. Trainiert das, ihr werdet sehen, die Menschen lieben es, niemand fragt sie oft, was sie interessiert. Sie werden gar nicht mehr aufhören können zu reden. Und dann habt ihr euer Gebiet. Dann wisst ihr, mit welchen Bildern ihr arbeiten sollt. Und dann trainiert das. Geht im Arbeitskreis, missionarischen Arbeitskreis. Macht euch die Frage, sagt, oh, ich habe jetzt eine Frau kennengelernt, die macht so gern diese Hochzeitskleidersendungen. Das schaut sie immer, ja. Das ist ja, gibt es ja auch. Oder? Wie könnte ich der das Evangelium bringen, ja? Wie? Die liebt es, den ganzen, jeden Nachmittag schaut sie das an. Hochzeit, Hochzeit, Hochzeit. Vielleicht hat sie keine gute Hochzeit gehabt. Ja, da weiß man dann auch vielleicht seelisch etwas. Ja, wie, jetzt ins Gespräch. Wie könnten wir irgendwann das Evangelium anknüpfen? Mit dem, was ihr Herz berührt. Denkt mal jetzt nach. Ich muss das nicht sagen, ihr wisst es. Wir müssen nur die Schritte gehen. Die Bibel spricht von Hochzeit. Und wie die neue Stadt Jerusalem wird wie eine Braut, das Schönste. Schau mal, Gott arbeitet am Schluss der Bibel, gibt uns die größte Motivation mit dem Brautkleid. Was gibt es noch Besseres? Schon habt ihr die Aufmerksamkeit. Schon könnt ihr reden. Das ist nicht schwer, wir müssen die Prinzipien verstehen und dann üben. Aber ich sehe, die Zeit geht fort. Aber das sind nicht viele Prinzipien, ja. Und ich checke und meine Studenten üben das jetzt auch, in Gemeinden zu gehen. Jetzt war ein bisschen Corona schwierig, aber wir werden in die Gemeinden gehen und checken nach den biblischen Prinzipien. Wir haben dann so eine Matrix und sehen alles genau und dann fragen, wir schauen genau hin, machen Sie das? Kein Wunder, dass Sie nicht erfolgreich sind. Natürlich gehört geistlich auch, das beschreibe ich jetzt hier nicht so ausführlich, ist die Gemeinde geistlich, nimmt sie die Bibel ernst. Ja, aber jetzt kommt Liebe. Ja, super Faktor, ein Leib, Familie Gottes und vorher kommt Thema Liebe. Wenn keine Liebe da ist, vergesst es mit Evangelisation. Besser, wir sind still, wenn wir lieblos sind. Was passiert? Was haben wir in Römer 2 vorgestern gelesen? Der Name Gottes wird gelästert. Du sagst, man soll nicht stehlen, nicht Ehe brechen, machst es, aber du liebst nicht die Menschen, sondern bist gesetzlos. Nee. Das muss sein, das sind Voraussetzungen. Ja, Gottes Wort natürlich, dass wir es glauben und nicht anzweifeln. Da ist kein sonstes, sagt Paulus, ja. Es nützt denen nichts, weil es ist nicht mit dem Glauben verbannt, ja. Es bringt nichts. Aber wenn wir das behandeln, diese einfachen Prinzipien, liebe Geschwister, ihr werdet sehen, was passiert. Genau, soweit Motivation. Jetzt habt ihr einen Eindruck, um was es geht. Das, was noch zusätzlich steht, erkläre ich noch ein bisschen mehr, dass ihr noch ein bisschen mehr wisst. Aber um das geht es. Es geht um diese biblischen Prinzipien. Wie können wir sie wieder einüben und Freude haben, mit Menschen zu arbeiten? In der Art, die euch Gott gegeben hat. Ob du am Büchertisch arbeitest oder im persönlichen Gespräch oder schreibst Briefe oder was hat dir Gott gegeben? Oder machst was Gutes, eher diakonisch, gibst ihnen was und dann fragen sie dich was und darfst ihnen irgendwann mal klein was Liebevolles schreiben. Das ist je nach Gabe. Aber die Prinzipien müssen wir, die sind unumkehrbar. Ich habe sie nur versucht, verständlich und systematisieren, aber das sind biblische Prinzipien. Und Schwester Weid hat sie auch alle ausführlich beschrieben. Gott segne uns, dass wir das lernen und dass wir sehen, der Herr möchte auch heute. Natürlich werden wir jetzt nicht Tausende. Die Zeit ist noch nicht da. Die Menschen wollen essen, trinken und diese Sachen. Ja, aber das kann sehr schnell kommen. Ja, aber wir werden wachsen. Das kann ich euch garantieren. Da habe ich keinen Zweifel vom Wort Gottes, auch von den Erlebnissen, auch von denen. Schaut mal, nach den Prinzipien, Patrick Kötz, der jetzt beim Stimme der Hoffnung, der hat keine Theologie studiert. Er hat die Bible Basic gelernt. Ich musste meine Forschung dann machen, habe gesagt, ich habe keine Zeit mehr, kannst du den Bibelkreis übernommen? Der hat bis heute 26 Leute zu Christus geführt, zur Taufe. Junge Leute. Das geht nach den Prinzipien. Das ist nicht nur persönlichkeitsbedingt. Das sind Prinzipien, die uns Gott gibt. Und ich bitte euch, studiert die Bibel unter diesen Aspekten. Und ihr werdet sehen, was für einen Segen wir haben werden. Amen. Lass uns danken. Vater im Himmel, dein Name ist so wunderbar. Du hast uns alles gegeben, es ist alles bereit. Du hast uns gesagt, Herr Jesus,
dass du uns nicht alleine lassen wirst, dass dir alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben wurde und dass wir hingehen sollen und dass du bei uns bleiben wirst bis zum Ende der Welt, ob die Zeiten schwieriger oder leichter sind. Aber du wirst mit uns zusammenarbeiten, wenn wir deine Werkzeuge sein wollen, Herr. Und ich danke dir für diese Geschwister, die treu kommen, um ihre Freizeit geben, um zu lernen, Herr, um erbaut zu werden aus deinem Wort. Bitte hilf sie auch, dass sie das jetzt entdecken, was noch fehlt, was sie übersehen haben, was wir alle unterbelichtet gelassen haben, nicht beachtet genug, Herr, dass wir erkennen endlich, dass alles da ist, dass wir lernen können, heute Menschen zu erreichen mit unseren Gaben, die du uns gibst, Herr. Und dass dein Heiliger Geist mitwirken wird, wenn wir nach diesen göttlichen Prinzipien arbeiten werden, Herr. Ich bitte dich, gib uns die Erfahrung, gib das, dass die Geschwister gestärkt nach Hause gehen und suchen andere, die mitmachen, einen Kreis bilden und ernsthaft diesen Fragen nachgehen, genau schauen, was steht und umsetzen und lernen zu üben und zu üben und zu üben. Und du wirst Erfolg geben, du hast es versprochen, Herr. Und ich bitte dich und danke dir, dass du bei uns bleiben wirst und segne unsere Bemühungen, wenn wir nach deinen Prinzipien arbeiten. Ich danke dir. Amen.